Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner. Ja, wir sind wieder auf der Talsperren-Map und sind auf dem Weg zur Werkstatt, weil ich würde gerne mit dem Chevy hier dann durchstarten in ein neues Gebiet. Alaska oder irgendwas, muss mal gucken, was es gibt, was interessant ist. Wen hat denn da verbunden? So, ist doch besser. Und ja, dass wir da mal was ganz Neues sehen, ne? Ich denke, das wird auch mal Zeit. Dass wir mal ganz, ganz anders gehen. Weil wir brauchen das ja auch, um einige Fahrzeuge freizuschalten. Oder einige Erweiterungen freizuschalten. Ohne die Gebiete können wir das nämlich nicht. Und dann müssen wir mal gucken, was es dort alles gibt, ob wir eventuell irgendwelche Trucks rüberholen müssen oder ob wir da genug finden. Mit denen wir dann arbeiten können. Und sei es, dass wir die verkaufen und wir gucken mal, was geht. So. Anhänger geben wir dann gleich ab. Den wollte ich nur bis zur Tankstelle hier mitnehmen. Machen wir ihn voll und dann stellen wir den ab. So, einmal Chevy. Und der Tank auf Liga. Wobei, wie gesagt, den parke ich jetzt hier. So, jetzt geht's weiter. Das wollte gerade nicht so, wie ich das wollte. So, auf zur Garage. Da können wir nämlich dann dorthin fahren, wo ich hin will. Oder die Map so wechseln, wie ich das gerne möchte. Den müssen wir dann nur in diesen Dings-Modus da bringen. Gucken wir aber nachher. Freue ich mich drauf. Dass wir mal was anderes sehen. Wie gesagt, Alaska oder sowas würde mich sehr interessieren, aber ich muss mal gucken, was es alles für Gebiete gibt. Welche wir da überhaupt schon erobern können, wo ich schon hin kann. Machen wir mal Allrad rein, dass hier ein bisschen vorwärts geht. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Bin noch nie aufs... Aua. Gut, dass wir in die Werkstatt fahren.
bin noch nie auf so ein anderes Gebiet gefahren. Habe immer nur diese Maps hier gemacht, bisher die vier. Also ist ja eh das erste Mal, dass ich überhaupt so weit bin. So, begib dich zur Werkstatt. Den würde ich gerne ins... genau, abstellen. So, jetzt kommen wir die globale Karte. Und jetzt können wir hier nämlich wechseln. Wir haben Alaska, den Nordhafen. Wir haben... Taimir, Land unter. Wir haben die Halbinsel Koala. Ach, hier steht ja auch immer was dazu. Die raue Wildnis Alaskas stellt seit jeher ein begehrtes, aber auch schwer zu zähmendes Objekt der Begierde für Ölkonzerne dar. Kürzlich hat ein Ölriese namens Blackbird Ansprüche auf ein großes Ölfeld angemeldet, das unter einer unberührten Landschaft schlummert. Die weit verstreuten Bohrtürme und schwer zugänglichen Ölfelder stellen eine logistische Herausforderung für den Konzern dar und bieten Truckern ungeahnte Verdienstmöglichkeiten. Das klingt doch gut. Am Ufer eines eisigen, kalten Ozeans gelegene und von dichten sibirischen Wäldern umgebene Stadt Zinnegorsk war einst ein wichtiger Versorgungspunkt für die umliegenden Siedlungen, von Sägemühlen über Minen bis hin zu Ölplattformen. Was einst das industrielle Herz der Region war, ist jetzt ein Schatten seiner selbst. Überall stehen verlassene Fabriken, die Straßen sind gespenstisch leer. Eine örtliche Ölfirma hat trotzdem entschieden, dass die Stadt noch Potenzial haben könnte und möchte es entsprechend nutzen. Oh, das klingt auch gut. Die Halbinsel Kola ist von eiskaltem Meer umgeben und eines der nördlichsten Gebiete des europäischen Teils Russland. Obwohl das meiste davon eine endlose Mauer aus Tigerwäldern zu sein scheint, die von einem gelegentlichen Fluss oder einer steilen Klippe durchsetzt ist, bietet die wenig einladende Fassade viele Geheimnisse, die jedes Jahr alle Arten von Geschichtsinteressierten anlockt. Selbst jetzt ist eine neue Expedition zu den Städten des vergangenen militärischen Ruhms auf der Suche nach fähigen Fahrern. Okay, dann haben wir noch Yukon. Das Tal neben dem großen Lachsberg war in der Zeit des Alaska-Goldrauschs eine wichtige Abbaustätte. Heute wird dieses Gebiet oft von naheliegenden Fluss überflutet, was viele Konzerne jedoch nicht davon abhält, nach Bodenschätze in Yukon zu graben. Dann haben wir noch Wisconsin. Ende des 20. Jahrhunderts wurde der größte Teil der Infrastruktur in dieser Region durch rekordverdächtige Erosion buchstäblich von der Erdoberfläche gespült. Ungeachtet der potenziellen Gefahr zieht es seit kurzem wieder Holzfällerfirmen in die Gegend, die sich an den hiesigen Wäldern bereichern wollen. Amur, eins der am nördlichsten gelegenen Regionen Russlands, ist die Oblast Amur, bekannt für ihre warmen Sommer. Sieht auch nicht verkehrt aus, ne? Und extrem harten Winter. In den Anfangsjahren der Raumfahrt planten einige der klügsten Köpfe ihrer Zeit an diesem Ort einen weiteren Ausgangspunkt für die Erforschung des Weltalls. Und während das alte Kosmodrom heute kaum mehr darstellt als ein Denkmal für die Vision seiner Erbauer, interessiert sich seit kurzem eine neu gegründete Weltraumagentur für die Anlage und möchte dieser Region neues Leben einhauchen. Dann haben wir den Don. Der Oblast Rostow liegt im Südwesten Russlands. Das Klima ist bekannt für heiße Sommer, goldene Herbst und milde Winter. Die Region wird von einem der größten Flüsse Europas geteilt, dem Don, der von zahlreichen Nebenflüssen gespeist wird und teilte sich in viele Arme aufteilt. Hä? An den Ufern stehen unzählige Fabriken, Hütten und Kraftwerke, was einen starken Kontrast zwischen friedlichen Dörfern und lauten, hochaufragenden Industrieanlagen schafft. Viele dieser Anlagen wurden später aufgegeben oder dauerhaft außer Betrieb genommen. Während einige dazu bestimmt sind, zu Staub zu zerfallen, erhalten andere vielleicht noch eine Chance auf ein neues Leben. Ah, den kann ich aber noch nicht. Ah, da brauche ich, da brauchen wir offenbar DLCs, wenn ich das richtig sehe. So, Michigan haben wir. Ich glaube, dann machen wir einfach mal mit Alaska weiter, oder? Machen wir mit Alaska weiter. So. Wir gehen zur Werkstatt. Ich sehe, wir haben hier ein Fahrzeug zur Verfügung. Ich
Ich gehe jetzt aber trotzdem ins Trucklager und hol den Chevy. So. Den parken wir mal hier. Weil hier ist ein Scout mit sehr guten Reifen. Aber ihr wisst ja, Scout und ich sind nicht immer die besten Freunde. Du bist gar kein Scout, oder? Was bist denn du für einer? Ein K39 Marshall. Da haben wir das Logistikzentrum, da haben wir die Türme. Die müssen wir jetzt natürlich erstmal frei schaufeln. Da ist ein Anhänger. Bin ich ja mal gespannt. Da gibt's Gas, also Tankstelle ist das wohl. Das brauchen wir aber noch nicht. Hier ist rutschig. Merk schon. So, wir gucken mal, dass wir jetzt... Was haben wir denn hier? Hier können wir... aufladen, das ist gut. Hier müssen wir... Ah, da müssen wir hier und dann hier... abbiegen. Dass wir den Turm freischalten, ne? Viel Geld verdienen hört sich ja eigentlich ganz gut an, ne? Ich sollte da besser hier in der Spur fahren. Sonst haben wir bald wieder einen Truck, der wieder oder ein Fahrzeug, das wieder auf der Seite liegt. Na. Wo hängt der denn? Halleluja. Da, da, da. Bin mal gespannt, was wir hier so an Fahrzeugen alles entdecken. Ich hoffe, wir entdecken Fahrzeuge. Da ist der Turm, da ist es blau. So. Einen Turm haben wir. Neue Missionen entdeckt. Sehr gut.
festgefahren in den Bergen. Werkzeuge auf Eis. Da ist Holzstation, Tankstelle, sehr gut. Dann fahren wir hier mal weiter. Dann fahre ich vielleicht gerade mal tanken und dann können wir hier weiterfahren und dann vielleicht da runter. Der ist ein bisschen zu breit für die Fahrspuren hier. Ich weiß ja nicht, was da vorher durchgefahren ist. Aber irgendwas Schmaleres. So, wir sind richtig, ne? Genau, jetzt müssen wir hier links. Ups. Und dann will ich da zur Tankstelle. Ja, dann müssen wir da vielleicht nochmal kurz zurück. Oder wir decken erst den da auf. Boah, der wäre ja schon schick, ne? Fahren wir jetzt hier lang und dann kurz zurück und dann fahren wir da unten, weil da müssen wir eigentlich hin. Oder ich fahre direkt nach da runter. Weil wir haben ja noch nicht so viel verbraucht. 6 Liter gerade mal. Nein, 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 nicht da hoch. Port, Hafen, okay. Da geht es zum Hafen. Da kommen wir jetzt aber gleich auf bessere Straßen, sehr gut. Ist schon Wahnsinn, der Schnee, ne? Wieder so stäubt. Schon schön gemacht. Ups. So, Richtung müsste stimmen, hoffe ich. Da hoch? Wahrscheinlich, ne? Nö, gar nicht mal. Wir müssen geradeaus weiter. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ich da gar nicht weiter. Heidebimbam. Neue Mission entdeckt. Ich überlege gerade, ob ich hier durch den Fluss komme. Es sieht eigentlich machbar aus. Okay.
Da komme ich mal nicht dran vorbei. Vielleicht haben wir ja hier... mehr Glück. Weil der Fluss sieht eigentlich nicht so unbezwingbar aus. Haha, sehr gut. Habe ich richtig vermutet. Und wie ich sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.